So, die letzte Woche hatte es in sich. Wir beginnen bei Gary Washington, der nicht nur gerade mit Green auf Tour ist, er hat mit relativ wenig Ankündigung seine EP Thank You, But Now It's My Turn veröffentlicht. Bei Amazon belegte die EP nach der Veröffentlichung den Spitzenplatz und bei iTunes war sie auch in den Top 30 vertreten. Erfolgreicher Start ins Jahr 2018 für Gary Washington. Erfolgreiche Tour mit Green und eine EP in den Charts. Da dürfte es 2018 weiterhin spannend bleiben. Neue Mucke von Alien. Zusammen mit Crix ballert der böse in die Kamera blickende Bassbitter seine Zeilen zu Sharingan. Eine nette Metapher aus der Naruto-Welt, bei der das Auge sich verändert. Falls paar Naruto-Nerds unter meinen Konjunktivkriegern sind, dann erklärt es mir mal etwas genauer unten in den Kommentaren. Den Song Sharingan packe ich euch in meine Spotify-Playlist mit den erfolgreichsten JBB-Rappern. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr übrigens auch meinen Lieblingssong aus dem 80 und 4 Album. Ihr konntet hier auf meinem Kanal und in meinem Rap News Format die erfolgreiche Videoauskopplung von 80 mit dem Song Maske sehen und ihren bisherigen Erfolgen lauschen, die sie mit ihrem Album Paragraph 84 bisher einfahren konnten. Nun ist das offizielle Chartergebnis da und die beiden belegen, höre und staune, Platz 19 der deutschen Albumcharts. Glückwunsch an die Jungs für die harte Arbeit der vergangenen 2 Jahre, die ins Album und den dazugehörigen Bonus-EPs geflossen ist. San Diegos Buch wurde bei Amazon angekündigt und belegte direkt nach der Veröffentlichung 3 Spitzenplätze bei Amazon. Zusammen mit dem Musikjournalisten Dennis Sand hat er seine Biografie geschrieben. Jetzt vermuten viele, dass da neue Musik kommen könnte. Und wenn man 1 und 1 zusammenzählen könnte, ist da auch was im Busch. Könnte. Konjunktiv. Daniel Slotin veröffentlichte über seine Insta-Story die Info, dass er zu Dreharbeiten in der Ukraine verweilt. Und bei der Ukraine klingelt es, weil Sunny dort geboren wurde, was man dem Klappentext seines neuen Buches entnehmen kann. Hinzu kommt, dass bei Amazon ein neuer SpongeBob-Artikel eingestellt wurde, was mich zu dem Schluss bringt, dass sicherlich neue Musik kommen könnte, ihr wisst. Viele rätseln allerdings, ob es vielleicht einen Album oder eine DVD zum Buch geben wird. Quasi eine Reise-DVD, die Sunnys Werdegang beschreibt, was ich ziemlich cool finden würde. Allerdings sind das nur Spekulationen eingepackt im Nebel des Konjunktivs. Sobald der sich verziehen sollte, wie meine Ex-Freundin, werde ich euch hier Bescheid geben. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr vermutet. Was ist dieses mysteriöse neue SpongeBob-Produkt? Schöne Grüße auf jeden Fall an den Bestseller-Autor in Spee, Dennis Sand, der mein Fakten-Video zum Buchtrailer gefeiert hat und auf seinen Social-Media-Seiten geteilt hat. Vielen Dank auch an euch für die Mega-Resonanz auf das Video. Das hat mich sehr gefreut. Falls ihr die zukünftigen Rap-News und auch Sonderfolgen zu Sunnys Buch nicht verpassen wollt, oben rechts diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr am Mittwoch auch nicht das Interview mit Jay Jiggy, der mir eine halbe Stunde Rede und Antwort stand. Also Kanal abonnieren und digitalen Daumen lassen. Danke euch.